Yo Leute, was geht? Euer iOS-Gamer wieder am Start mit einem Gameplay. Und jetzt ist es ein Sniper-Gameplay an 29 zu 2 auf Paradies. Das Gameplay ist von DCBS. Schaut gerne bei ihm vorbei. Lasst ein Abo bei ihm da. Er macht wirklich für Videos auf seinem Kanal und das ist eine Abwechslung. Und ja, er ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja. Also das Video ist jetzt hat damit zu tun mit wichtigen Infos und ja, legen wir gleich mal los. Was ich am Anfang noch sagen wollte, ihr habt gemerkt, dass meine Kommentare bei den letzten paar Videos nicht viel waren und da wäre es echt geil von euch, wenn ihr mal was in die Kommentare schreibt oder so irgendwas, weil ja, dass ich weiß. Wenn ihr jetzt da zum Beispiel ein Like oder ein Dislike da lasst, dann beschreibt es, warum und ja, und tut es einfach nicht nur liken und disliken, weil wenn ihr nur disliked, kann ich es nicht ausbessern, was ich falsch gemacht habe, deswegen. Auf jeden Fall, die wichtigen Infos sind, ich habe die 100 Abonnenten erreicht, finde ich echt geil, die dreistellige Zahl jetzt schon. Und ja. Jetzt möchte ich gern so ein Special machen. Ich weiß noch nicht was, deswegen könnt ihr jetzt abstimmen. Also, ihr müsst es halt in die Kommentare schreiben. In die Kommentare müsst ihr schreiben, entweder Livestream oder iOS Gamer sagt. Da bei iOS Gamer sagt, werde ich, so wie ich schon sag, iOS Gamer sagt machen und suchen und verstecken. Also, so wie der DCBS. Und oder sonst ein Livestream, aber das wäre nur über die PS4. Da mache ich dann halt so COD Ghost, dann mache ich Infamous habe ich, ich habe FIFA 14, ich habe Battlefield 4, ich habe Thief, ich habe Killzone, ich habe Knack, ich habe was habe ich noch alles? Boah, ich habe jetzt die Spiele nicht vor mir, ich habe jetzt schon so viele Spiele. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sonst noch alles habe. Ich glaube, das war es jetzt ja schon im größten Teil. Auf jeden Fall, das hätte ich dann streamen, ja, also kann man auch noch Combat, ich habe kein Elgato oder so irgendwas. Und ja, deswegen so aus. Dass ihr gleich wisst, im Vorhinaus, jetzt habe ich dass ich über PS4 stream. Und vorher mache ich dann noch einen Stream-Test, ob eh nichts laggt, weil. Über PS4 streamen ist was anderes, als wie wenn du es gleich direkt über Dings streamst, über Twitch. Und ja, deswegen muss ich da einen Testlauf einmal machen. Auf jeden Fall, was ich dann auch noch sagen wollte, also schreibt es immer in die Kommentare, entweder iOS Gamer sagt oder Livestream. Und dann werde ich zusammen sein, was mehr davon ist. Der Livestream wird dann am Samstag um 8 oder 7 Uhr beginnen. Da tue ich euch den Link noch eine von Twitch in die Beschreibung, dass ihr mir folgen könnt. Dann kriegt ihr eine Nachricht, wann ich stream. Und ja, auf jeden Fall, was ich dann noch sagen wollte, das letzte Video von mir mit dem Jailbreak, das ist deswegen so spät gekommen, weil das war eigentlich ein Bewerbungsvideo für ein Metro, weil er mal gesagt hat, dass wir Bewerber oder so ein Video einsenden sollen, wo wir kommentieren und dann nimmt es vielleicht tut's auf seinen Kanal auf. Der einer der oder der war Beste, was kommentiert hat halt. Und ja, seit letztes Jahr Weihnachten hat das immer noch nicht verwendet. Er hat gesagt, er verwendet. Aber mir ist das jetzt auch schon scheißegal, mir geht ja eh schon am Arsch vorbei, jetzt schon langsam. Und deswegen benutze ich Server. Aber das ist da, über das rede ich jetzt gar nicht in dem Video. Auf jeden Fall, deswegen ist es so spät gekommen. Und ja, was dann auch noch einer in die Kommentare geschrieben hat, ist Suicide Fix machen. Das könnt ihr machen, ich hab's schon mal gemacht. Auf meinem Kanal, aber da ist glaube ich jetzt erst ein Teil um. Das könnt ihr mir zum Beispiel auch gut vorstellen. Schreibt es in die Kommentare mal, was für Themen, über was ihr reden könnt oder generell die Spiele. Dann ist es viel einfacher und ja. Ja, da habe ich meine Südertwix, genau. Auf jeden Fall, was das eigentlich schon, Alter, habe ich jetzt so schnell geredet? Also ja, also, nochmal alles zusammengefasst, Livestream.
oder iOS Gamer sagt. Das mit den Kommentaren habe ich gesagt. Ah, genau, habe ich das mit dem Düsi ja schon gesagt. Da kommt mir vor, dort am meisten abonnieren von meinen ganzen Abonnenten. Also ich bin zwar Abonnent von ihm, aber ich hätte mir nie gedacht, dass er zum Beispiel jetzt meine Videos wirklich dann schaut und da kommentiert zum Beispiel. So gehört es wirklich, wie er immer kommentiert, weil ja, man bei einem Kommentar muss normalerweise immer positiv und Kritik dabei sein, weil es kann nicht immer alles positiv sein, das gibt's nicht. Man kann immer irgendwas besser machen, das ist so. Und ja. Ja, Alter, wie schnell kommentiere ich? Genau, was ich auch noch sagen wollte. In den letzten Tagen waren nicht so viele Videos. Das ist ganz einfach daran gelegen, wegen die Kommentare, weil ich habe überhaupt keine Motivation gehabt, irgendein Video zu machen, weil, ja, weil keiner irgendwas geschrieben hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie lange ist es her? Ein knappes Monat oder so. Da habe ich viel mehr Nachrichten gekriegt, machst geile Videos etc. Vielleicht schaffe ich es, dass ich alle Bilder mal einblende. Es sind zwar nur so 3 Bilder oder so. Aber ja, es geht ums Prinzip. Ich habe Nachrichten gekriegt und das hat mich dann einfach motiviert, Videos zu machen. Und da sind ja dann manchmal 2 Videos an einem Tag gekommen. Und es war ziemlich viel Arbeit. Und ja, deswegen ist die letzten paar Tage nichts gekommen. Und dann braucht ihr euch auch nicht denken, warum man keine Videos macht, der iOS Gamer. Und ja, mir ist es eigentlich auch scheißegal, weil ja, wie ich einmal geschrieben habe in der Metro-Gruppe, weil ich keine Kommentare und so kriege, dann kommt der Metro gleich, bist selber schuld, machst keine Videos. Und da reißt er nämlich groß die Klappe auf, Alter. Er tut Trailers ein in sein Kanal und nennt das als, keine Ahnung, als Video, oder das, was 50 Sekunden vielleicht geht. Und ja, ist mir jetzt wurscht, ich will da jetzt gar keinen Streit anfangen. Auf jeden Fall, ich mache die Videos, wann zum Beispiel jetzt ich will oder wenn ich motiviert bin. Und ja. Da brauchst du keiner einmischen oder irgendwie sagen, warum kommt kein Video. Und ja, das war eigentlich nur zum Den. Ich glaube, das war es jetzt eigentlich auch schon. Ich werde zum Schluss, glaube ich, noch die. Na, das tue ich schon vor einblenden. Ich weiß nicht, wo ich die Nachrichten dann einblenden werde. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich das zusammenkriege, Alter. Das muss ich alles noch schauen. Auf jeden Fall, das mit Livestream und iOS Gamer sagt, das stimmt ihr in die Kommentare bitte ab und dann soll ich das zusammen, für was die Mehrheit ist. Und wenn es Livestream schreibt, dann kommt's auch bitte, weil mir bringt es nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel 5 Zuschauer habe, bringt mir das nicht wirklich viel, weil, ja, es ist, 5 Zuschauer sind fast nichts. Und, ja, das war's eigentlich von meiner Seite aus. Schaut's bei Twitch vorbei, bei Twitter und ja, ich bin raus, Leute. Ciao.